Da schwänzt sogar Hermine. Nee, Leute. Eine wirklich traurige Nachricht. Und zwar, ich mich so gestern wegen Schule lernen, ganzen Tag konnte ich nicht aufnehmen. Abends setze ich mich hin und nehme ganz entspannt auf. Und dann merke ich, gerade wollte ich schneiden. Also ich tue immer am Abend aufnehmen und nächsten Morgen dann schneiden. Meine Stimme wurde zwar aufgenommen, aber das Bild nicht. Und das ist eigentlich das, was das Wichtigste ist. Und jetzt sieht's halt so aus. Und jetzt muss ich halt nochmal alles aufnehmen. Aber da sage ich mir selber schuld. Aber ich hoffe, ich kann euch so dann, sag ich mal, besser erklären, weil es ja schon da ist, wie vorher. Und ich habe hier schon was vorbereitet, wie ich es am besten machen kann. Das, sag ich mal, ist Part 2. Ist ja halt Part 3 des Berges, aber Part 2 von unserem letzten Berg hier. Und ihr seht, es ist schon ein großer Brocken. Und dann erkläre ich euch gleich, worauf ihr dann achten müsst. Warte, hier habe ich. So. Ihr seht, unten habe ich alles Werkzeuge. Was braucht ihr? Braucht auf jeden Fall diesen großen Sand-6-Tool. Wenn ihr euch fragt, warum 6, es gibt keine größere Kugel. Darum ist 6 das Größte, um das Grobe zu machen. Jetzt wisst ihr auch Bescheid. Dann das Kleine. Für ganz flache Stellen hier unten, ne, da komme ich aber auch später zu sprechen, braucht ihr Cylinder. Einfach //BR und jetzt in der Form Cylinder mit, also ich kann es hier mal reinschreiben, ZZ, BR, nicht Spear, Cylinder. Sand und am besten 5 oder 6, ich mach mal 5 rein. So. Jetzt, was macht diese Form? Das, sag ich mal, macht nur eine Scheibe. Hier sieht man das. Das macht nur so eine Scheibe. So. Und wo man es dann braucht, erkläre ich euch später. Dann brauchen wir das Smooth Tool. Und passt auf, wenn ihr das eingebt, //BR, Smooth, dass ihr jetzt noch eine 6 dahinter macht. Denn wenn es einfach das Größte ist, habt ihr einfach so viel Fläche, mehr das zu bearbeiten, ne, statt die ganz kleine zu haben. Jetzt, bevor es losgeht, müssen wir noch die Global Mask Einstellungen machen. Und zwar G Mask 0. Denn wir wollen nur die Luft bearbeiten. Bei euch sieht es so aus, so hier Eingang und dann geht es weiter. Bei euch geht es weiter hier und diesen Streifen haben wir letztes Mal schon gebaut. So, und wir kommen so etwa hier rein. Ihr seht schon, das unterscheidet sich vom anderen. Und zwar, hier ist es flacher. Warum ist es flacher? Naja, im dritten Teil hat man gesehen, dass hier, sag ich mal, die Holzbrücke hier ankommt. Dann ist es kurz aus Stein. Dann ist hier ein bisschen Wald, also ein ganz kleines bisschen, ein paar Bäume. Und dann sind hier so, wie bei den Osterinseln, solche Holz, nicht Holz, Steine, wo zum Beispiel Hermine Draco eine reingehauen hat. Und die, sag ich mal, auf der extrem schräge war das nicht, sondern war schon ein bisschen flacher. Also hier würde ich dann etwa hinbauen. Das wird noch intensiver bearbeitet, aber jetzt noch kurz zum, dass man schon vorplanen. Weil hier in diesem Berg ist nicht einfach nur ein Berg, sondern ihr seht schon, hier, wir müssen vorplanen. Denn hier drauf, sag ich mal, sind die Osterinsel, Steine, so nenne ich die jetzt mal. Hagrids Hütte, die wird bei mir hier stehen. Und die Peitschende Weide 2. Weil im zweiten Teil stand ja woanders und so. So, dann wollen wir auch gleich losgehen. Und zwar, wir sind jetzt hier nach vorne und machen erstmal noch eine höhere Spitze. Das ist jetzt bei manchen Bildern immer anders, weil da drauf ist die Eulerei. In meinem anderen habe ich das relativ klein gemacht. Jetzt will ich es ein bisschen größer machen und einen größeren Berg. Also von hier, wo das ankommt, bis da drüben sind es so etwa 120 bis 130 Blöcke. Das heißt hier die Spitze 130. So. Wie hoch die Spitze bei euch ist, ist ja eigentlich völlig egal. Es kann auch flach sein. Aber in meisten Bildern ist es halt so auf dem hohen Berg. Deshalb werde ich es hier auch bauen. Hier haben wir ja letztes Mal gestoppt. So sieht es etwas schräg aus. Hier einfach rüberziehen, ob das jetzt ein paar Blöcke links oder rechts oder. Das ist ja egal. Vor allem beim Berg ist es unmöglich, das genauso zu machen, wie ich es euch vorgebe. Also. Ja, hier vorne. Diese Spitze ist bei mir auf einer Höhe von 120 vom Boden aus. Das ist jetzt wieder auch anders.
Ich habe euch ja empfohlen, vom Boden auszugehen, damit es mit der Spitze hinhaut. Aber wenn ihr es ein bisschen höher oder tiefer gemacht habt, dann ja, müsst ihr selber ausrechnen, weil das kann ich ja jetzt nicht, weil ich ja nicht weiß, wie hoch euer Berg ist. So, wenn wir das geschafft haben, tun wir erstmal von unserer, sag ich mal, Brücke ankommen, Plattform hier. Erstmal, sag ich mal, so eine Berglinie, die leicht so schräg verläuft bis nach hier vorne. Warum schräg? Also leicht in der Kurve, weil hier sieht man auch, ist es leicht eine Kurve. Hier geht es dann weiter und geht dann wieder nach hier vorne. Hier ist nämlich so eine kleine Schlucht. Und wenn wir das geschafft haben, die ist so hochgezogen, tun wir jetzt alles ausfüllen. Ihr seht hier, ich habe alles ausgefüllt, nichts Spannendes, einfach nur hochgefüllt. Denn die Brücke ist ja immer noch hier im Mittelpunkt. Hier sind wir ja plötzlich hochgegangen. Das, ja, müssen wir einfach dran machen. Zum Beispiel das hier sehe ich gerade, darf eigentlich nicht sein. Hier einfach mit dem Smooth Tool, das ist ja ein bisschen smoothen, dass es halt wirklich fließend reingeht. Haben wir das geschafft, bearbeiten wir ein bisschen, sage ich mal, die freie Fläche. Und zwar, wir gehen hier so bis nach hinten, so schräg, ihr könnt es aber auch gerade machen, ne? Je mehr, desto besser eigentlich. 40 bis 35 bis 40 Blöcke. Könnt auch 50 machen, das ist ein bisschen weiter oder auch ein bisschen weniger. Bei mir hier werde ich also auf die gleiche Höhe machen. Also macht wirklich hier ein bisschen flach hin. So, haben wir das geschafft? Seht ihr, hier geht es gleich bei mir hoch. Warum? Ich glaube, ich meine, das sieht man auch im Film. Also ich habe den Film davor angeschaut, vor 2 Wochen. Und ich meine, darauf, Minecraft-Bau, achte ich ja drauf, ging es hoch. Genau, dann gehen wir einfach hier hoch und machen hier, sag ich mal, die nächste, sag ich mal, äußere Schicht hin. Und tun sie dann hier in einer großzügigen Kurve bis unsere Spitze verbinden. Dann, sag ich mal, alles, sag ich mal, die Terraforming machen, dass alles so gleich hoch ist. Hier sieht man, hier bin ich runtergegangen, hier ist meine Linie, die ich gezogen habe, und hier wieder hoch. Das darf eigentlich nicht sein, dass man so eine Linie sieht, sondern hier müsste ich eigentlich noch bearbeiten, ne? Und das ein bisschen anpassen, ne? So dass man die Linie halt nicht sieht. Dann hat man auch einen gelungenen Berg. Ihr wisst, was ich meine. So. Wie gesagt, Smooth Tools, euer bester Freund hierbei. Haben wir das geschafft, gehen wir ganz woanders hin. Denn jetzt kommt, sag ich mal, die große Ausweichung. Wir gehen hier, wo wir schräg abgebrochen, also abgebrochen, nicht abgebogen haben. Und von hier gehen wir bis nach da vorne etwa 150 Blöcke hin. Warum hier? Man sieht hier, an diesem Punkt biegen wir wieder eine nach vorne. Und das hier ist, sag ich mal, nur so eine Eindrückung mit Wasser. Eindrückung, gibt es das Wort? Ich weiß es nicht. Also bis hier vorne, ihr seht, hier ein bisschen so eine Schlangenlinien machen, vielleicht so eine S-Form, aber nicht übertreiben. Es soll ja noch ein bisschen nicht künstlich wie ein S aussehen, sondern einfach berglich. Jetzt von diesem Punkt hier, bei dem wir einbiegen, gehen wir jetzt, sag ich mal, so schräg bis nach da hinten. Aber wie viel ist es denn schräg? Ich habe es ausgerechnet und oder abgezählt. Und zwar, wir gehen nach vorne. 210 Blöcke. Die 10 Blöcke geht einfach 200 Blöcke nach vorne und 100 Blöcke darüber. Das ist ein Rechteck, 1 zu 2. Und genau das sieht man hier auch. 200 Blöcke und 100 Blöcke. Also die Hälfte davon ist etwa hier zusammengeklappt, ist das hier. Und da, sag ich mal, verbindet ihr es. Und da könnt ihr eigentlich frei entscheiden, weil das sieht man eigentlich gar nicht. Hier ist Hagrids Hütte. Dann ist hier eigentlich Wald. Das wird ja noch alles übersät mit Wald. Also macht euch da, wenn es jetzt nicht ganz genau ist, keinen Kopf. Es sollte halt nicht zu steil sein. Ihr seht, wie ich hier, wie flach ich es hier habe und dann immer so ein bisschen weiter nach oben. So. Haben wir das geschafft und es markiert, gehen wir hier wie hier innen drin, sag ich mal, ein Stück weiter nach innen. Hier vorne würde ich anfangen, da wo die Brücke endet, also da wo die Brücke, der Eingang ist, hier beim Flachen. Seht ihr auch, hier geht es dann weiter, hier rüber nach hier innen.
Ihr seht, es sollte immer, sag ich mal, im gleichen Abstand sein. Also hier und Abstand sollte ihr eigentlich immer beibehalten. Wenn es jetzt hier so einen Ausschweifer gibt, ist nicht schlimm. Hier habe ich gerade gemacht und hier rüber. Ihr müsst jetzt wirklich nicht alles, jeden Strich parallel machen, ne? Sondern es sollte so etwas sein. Hier. Das ist etwa dann die gleiche Abstand. Hier ist, glaube ich, ein bisschen dicker, aber ist nicht schlimm. Wie sonst. Dann tut er erstmal, sag ich mal, das Terraforming machen. Und zwar nicht alles ausfüllen, sondern erstmal den inneren Ring, sage ich, Halbring, tut ihr jetzt auf eine Höhe hin. Aber auf welche Höhe macht ihr das denn? Ich würde es wirklich nicht so hoch machen, ne? Also ich bin hier auf Höhe 35, also so 30 Blöcke nach oben solltet ihr machen, ne? Ich habe hier schon ein bisschen zu hoch gemacht, also hier so eine Höhe, das sind 30, genau, wäre gut. Denn das wäre dann mit, F1, das wäre dann mit Hagrids Hütte immer noch, sag ich mal, ein Gefälle bis hier hinten hin. Und nach Hagrids Hütte ist ja eigentlich noch sehr schräg. Ist aber auf diesen Maßstab nicht zu machen, ne, in Minecraft, weil das natürlich auch eine gewisse Entfernung hat. Und wenn wir es dann genauso schräg machen, wäre das hier oben und es würde alles nicht passen. Außerdem ist es nur ein Film. Wir versuchen das so getreu wie möglich zu machen. So, auf jeden Fall haben wir das geschafft, Thomas, sage ich mal. Ich gehe einmal ran, damit ihr es alles sehen könnt. Ich weiß, es ist sehr blöd jetzt, aber ich glaube, bei manchen Stellen kann ich es so besser erklären. Bei dieser Stelle würde ich jetzt das andere Video vorziehen. Ihr seht hier, dass ich hier eigentlich steil nach unten gehe und dann eigentlich auf die gleiche Höhe. Ja, gleiche Höhe, ich gehe immer ein bisschen ein Stückchen weiter tiefer. Und dann alles so 30 und 40 sollte das alles so sein. Und dass es hier am Ende dann halt wieder hoch geht. Hier sehe ich gerade, es gefällt mir nicht. Dann tue ich das einfach wieder so in dem Erdboden gleich machen. So. Haben wir das geschafft, füllen wir alles wieder aus. Also das jetzt dazwischen, wieder vorne. Es dauert lang, so etwa eine Stunde habe ich gebraucht, um das zu machen. Vielleicht seid ihr ja schneller. Schreibt mal unten in die Kommentare, wie lange ihr dafür gebraucht habt. Dann würde ich sagen, legt einfach mal los. Jetzt brauchen wir auch unser Cylinder Sand Tool. Und zwar hier, wie bei mir, habt ihr jetzt wahrscheinlich immer die Kuppel von eurem Sand oben. Jetzt nehmt ihr euer Cylinder Sand Tool und immer dazwischen, ne, sag ich mal, diese Scheibe rein. Damit es dann halt dem Erdboden gleich gemacht wird. Eigentlich die beste Möglichkeit, weil irgendwann geht es halt nicht mehr, wenn man hier die ganze Zeit mit Ding drauf macht. Mit Smooth, das geht halt nicht mehr. Dann einfach hier den Erdboden gleich machen, verbinden, so. Dann sieht es schon sehr viel besser aus. So. Habt ihr eine andere Möglichkeit, dann macht natürlich die. Ich zeige euch ja nur ein paar Lösungen. Und vergesst nicht immer mit Smooth einmal so durchzugehen, damit es auch alles smoothig ist. So, haben wir das geschafft. Gehen wir auch schon weiter. Und jetzt müssen wir wieder ein bisschen planen. Und zwar, wir gehen hier nach oben, wo unsere Brücke aufliegt. Hier. Und jetzt gehen wir mal vom Film aus. Wir gehen hier raus. Hier sind die Steine, so etwa hier. Und hier geht es dann runter. So ab hier könnte ich nochmal runtergehen, aber vielleicht wird es auch noch anders. Ja, hier sind die Steine, hier geht es runter. Wir gehen jetzt erstmal von unserem, sagen wir, Plattform aus und schauen runter. Genau da, wo ich gebaut habe, ist eigentlich Hagrids Hütte so. Das ist jetzt bei jedem anders, aber so etwas soll die hier sein. Wenn ihr es ein bisschen weiter weg haben wollt, wird dieser Weg runter halt flacher. Und je näher ihr kommt, desto steiler wird es. Aber das wird dann nicht mehr passen. Also ich habe es, glaube ich, hier ganz gut gemacht. Ich kann ja mal so hier hingehen. So etwa auf dieser Höhe sollte das sein. Und dann einfach hier, also das Innenbereich machen wir diese Folge nicht mehr. Das machen wir nächste Folge. Einfach hier hoch. Dann einfach markieren. So. Da können wir hier so hoch gehen. Ich glaube, das ist so ein ganz guter Weg. So. Jetzt, gegen Ende des dritten Teiles, sind die ja zur Peitschenden, oder gegen Ende, ist glaube ich Mitte so, sind die zur Peitschenden Weide gegangen. Und zwar diesen hier kurz bevor abgebogen, weil Krätze ihn gebissen hat. Also wir gehen jetzt hier zwischen unserem, ja,
hier auf dem Weg so. So, naja, so gebogen, so ein Weg. Und geht dann einfach nach vorne. So. Etwa hier sollte. Verdammt. Hier, das habe ich nur als Markierung hingemacht. Damit ich, wenn ich das zuschütte, weiß, wo die Peitschenweide stehen soll. So, die Peitschenweide, hier ist jetzt so ein Dreieck. Sollte so ein bisschen parallel zu unserem Eingang stehen. Dass wir halt, wenn wir hier sind, darum machen wir auch hier ganz breit. Die sind ja auch hier so runter, sag ich mal, gefallen, als Looping zum Werwolf wurde. Spoilerwarnung, aber ich glaube, das weiß jeder, der das Tutorial baut. So. Hier so etwa, ihr wisst wo. Das kann jetzt jeder für sich entscheiden. Macht ihr es überhaupt dahin? Macht ihr es nicht dahin? Wollt ihr nur eine Peitschenweide? Oder soll die wie beim zweiten und ersten Teil, nein, ersten Teil war im zweiten Teil, soll die da vorne stehen? So. Haben wir das geschafft? Sag ich mal, nehmen wir nochmal unser Sand und ihr seht hier diesen Ring, den müssen wir noch machen. Genau. Und zwar, das ist jetzt nicht klar definiert, das wird jetzt noch verschmelzen, ist einfach nur eine Absperrung. Und zwar, von hier oben gehen wir jetzt weiter und großzügig, dass auf jeden Fall Hagrids Hütte reinpasst, hier nach vorne. Ziehen erstmal am Boden und nicht hochziehen. Da beim Hochziehen, das wird jetzt auch ein bisschen, sag ich mal, die Form. Wie, sag ich mal, dann die Treppe verläuft. Also sollte hier schräg das auch auf die gleiche Höhe sein. Wie zum Beispiel bei mir ist das hier auf der gleichen Höhe und hier geht es dann schräg runter. Das ist jetzt, müsst ihr ja nicht nochmal wegmachen, ne? Wenn es jetzt unsere Treppe wäre, aber passt schon. Weil unsere Treppe ist ja nicht hier, sondern da drüben. Aber die Form ist halt, sag ich mal, gleich, bisschen gleich. Ja. Also da. Darum beschäftigen wir uns auch im nächsten Teil ziemlich intensiv. Aber es soll so etwa hier gleiches sein wie hier vorne. Hier habe ich entschieden, dass es ein bisschen runter geht. Dann mache ich das ein bisschen runter. Oh, das habe ich ja nicht gemacht. Aber ja, so soll es dann sein. Und wenn ihr dann so gehabt habt, dass dann immer weiter runter geht. Hier zum Beispiel wird es bei mir ganz flach. Würde ich sagen, hier muss ich noch ein bisschen so machen, dass es. Nicht lecken, danke. Hier und hier seht ihr, ist es auch auf der gleichen Höhe oder so etwa auf der gleichen Höhe und dann den Rest einfach verbinden, weil der, sage ich mal, ist nicht ganz so wichtig. Wenn ihr es geschafft habt, dann sind wir eigentlich durch mit dem Teil. An dieser Stelle würde ich auch sagen, das war's mit der Folge. Es tut mir sehr leid, dass ich das nicht aufgenommen habe. Ich dachte wirklich, es ist aufgenommen und es war noch dann 2 Stunden Material, also. Aber schreibt mal in die Kommentare, ob ich so weiterhin erklären soll, erst bauen und dann so erklären. Oder wie in den anderen Teilen das mit euch selber bauen soll. Und da würde ich auch sagen, das war's mit der Folge. Haut ein Like rein und ein Abo, zeigt es euren Freunden. Und da würde ich sagen, ja, das war's mit der Folge. Dann.